herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jan kocht. Heute backen wir Haferflockenplätzchen. Was brauchen wir dafür? Natürlich Haferflocken. Ich habe hier feine, zarte und kernige. Die mischen wir 1:1. Was brauchen wir dann noch? Jede Menge Butter. Ich habe hier die schon rausgenommen, dass sie weich ist. Zucker. Dann brauchen wir Eier. Bisschen Vanillezucker, natürlich eine Prise Salz, kommt auch noch ein bisschen Mehl rein. Damit das Ganze aufgeht, brauchen wir noch Backpulver. Und am Ende formen wir so Taler, die wir aufs Blech legen. Und dann kommt dann auf jeden Taler hier noch ein Walnusskern oder besser gesagt eine Walnusskernhälfte drauf. Klar, Backpapier, Backblech brauchen wir auch. Und im zweiten Gang eine Schüssel mit Schneebesen oder eine Küchenmaschine. Im ersten Schritt rösten wir die Haferflocken an. Dazu geben wir einen Großteil der Butter in die Pfanne als Fett für die Haferflocken. Das ist hier jetzt schon mal drin. Ein Teil des Zuckers kommt damit rein. Wollen wir aber erstmal zum Schmelzen bringen, die Butter. Und dann rösten wir die Haferflocken an. Nicht erschrecken über die Menge, also für eine normale Portion nimmt man etwa ein Fünftel dessen, was ich hier heute vormache. Ich habe vor, eine größere Menge an großen Haferflockentalern zu machen, als kleines Geschenk für Gäste. Deswegen die große Menge, aber es gibt jetzt natürlich für die klassische Haushaltsmenge ist das etwa ein Fünftel. So. Die Butter braucht natürlich ein bisschen, Pfanne ist ja auch groß, aber wenn die Butter komplett zerlassen ist, machen wir weiter. In einem Teil der Butter, die wir jetzt hier zerlassen haben, rösten wir die Haferflocken an und zwar jetzt wirklich hier eine Riesenmenge Haferflocken, nicht wundern. Das ist wirklich sehr viel. Es kommt da auch ein Teil des Zuckers dazu. Und das Ganze rösten wir jetzt mal an. In der Pfanne hier mal Stoff geben. Durchmischen. Dauert natürlich alles ein bisschen, bis das hier in Wallung kommt bei der Menge. Und wenn die Haferflocken geröstet sind, schauen wir weiter. Ja, nach einiger Zeit sind die Haferflocken angebräunt. Es geht ja jetzt nicht darum, dass sie dunkelbraun werden, sondern dass man ein leichtes Röstaroma hat. Das ist jetzt hier der Fall. Kann man im Film nicht so gut sehen. Riecht Mensch aber, wenn es soweit ist. Insofern, die Haferflocken sind jetzt vorbereitet. Die stellen wir auf die Seite. Nächste Teile, die vorbereitet werden, ist jetzt, wir wollen hier die restliche Butter mit Eiern und Zucker schaumig rühren. Dazu gebe ich jetzt hier mal die Eier. Wir brauchen 10 Stück. Die gebe ich hier in die Schüssel. Und dann holen wir uns gleich die Küchenmaschine dazu. Die müssen wir nicht trennen, die können wir im Ganzen reingeben. Und dann können wir hier die weiteren Zutaten vorbereiten. Das geht natürlich auch, wenn man es nicht mit einer Küchenmaschine macht, sondern in der klassischen Schüssel kann man von Hand mit einem Schneebesen machen oder mit so einem Handmixer. Und jetzt haben wir hier schon
6, fehlen noch 4. Und wenn alles soweit vorbereitet ist, dass hier auch die Küchenmaschine steht, sehen wir uns wieder. Ja, alles aufgebaut. Bevor ich die Küchenmaschine einschalte, erkläre ich mal, was jetzt als nächstes passiert. Also die Eier sind drin. Wir geben hier den Vanillezucker dazu und bereiten schon mal das Mehl vor. Hier habe ich das abgewogen. Ins Mehl tun wir eine gute Prise Salz und das kann dann auch aus der Bahn. Dann packen wir das Backpulver zum Mehl dazu und normalerweise macht man das, während die Küchenmaschine vor sich hin arbeitet, aber dann ist hier so wenig zu verstehen, deswegen zeige ich das einmal vorher. So, Backpulver hinein und ja, die Haferflocken müssen jetzt ein bisschen abkühlen. Die lassen wir hier stehen. Ja, was machen wir jetzt hier mit den Eiern? Wir rühren jetzt hier die Eier mit der Butter und dem Zucker schaumig und geben nachher das Mehl dazu und die Haferflocken und dann ist der Teig fertig. Also, schieben wir an, jetzt wird es ein bisschen laut. So, jetzt wechseln wir an der Maschine noch vom Schneebesen auf den Rührer und dann heben wir die Haferflocken runter. Das ist so der Vorteig. Jetzt kommen dann die Haferflocken rein. Und das machen wir hier. Dazu habe ich sie in diese Schüssel umgefüllt, portionsweise. Und dafür lassen wir die Maschine ein bisschen laufen und geben die hier dazu. Und bei der Menge, könnt ihr euch noch vorstellen, dauert das einen Augenblick. Und wenn der Teig fertig ist, dann geht's weiter. So, die Erde bebt. Der Teig ist fertig. Wir sehen hier schön einen wunderbaren Haferflockenteig. Wir füllen den jetzt portionsweise hier aufs Blech. Müssen wir so ein bisschen gucken, wie groß wir die Kleckse machen. Dann kommt noch eine schöne Walnuss drauf und das Ganze kommt dann in den Backofen. Den habe ich jetzt schon mal auf 180 Grad Umluft vorgewärmt. Ja, jetzt heißt es Plätzchen machen. Ich will relativ große machen. Nicht damit es schnell fertig ist, sondern will ich einzeln verpacken und dann verschenken. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen, ohne die ganze Küche zu verwüsten. Ja, ein schöner Teig, wie man sieht. Wir nehmen 2 Löffel
und setzen damit hier Klümpchen auf das Papier. Mal das mal eine Runde so in dieser Größenordnung probieren, sehen, was dabei rauskommt. Und dann probieren wir das nochmal. Jetzt mal ausprobieren, experimentieren, wie groß werden die. Die Backzeit ist ja relativ kurz mit 10 Minuten, da kann man ja einfach mal abwarten. So, wie sieht die erste Runde aus? So, schauen wir mal, dass die vielleicht noch ein bisschen runder werden. Klebt ganz schön, aber sieht so ein bisschen aus wie Makronen, werden dann eben nicht kreisrunde. Jetzt kommt hier noch eine Walnuss oben drauf, das rundet den Geschmack ab und sieht nachher, wenn es fertig ist, auch super aus. Ja, das Ganze bei 180 Grad in den Ofen. Wenn es fertig ist, gucken wir uns das an. Ja, knappe Viertelstunde sind die jetzt drin. Die Haferplätzchen, jetzt holen wir die mal raus. Vorsichtig, die sind auch schön aufgegangen und auseinandergegangen. Gold, gelb, braun. Ich drehe hier mal das Blech ein wenig so, dass man sie besser sehen kann. Ja, ich würde sagen, Projekt gelungen. Haferplätzchen, ein schönes Rezept und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit und dann auf Wiedersehen bei Jan kocht.